Vor kurzem haben wir eine Probefahrt mit dem Nissan NV400 von DarkTech gemacht. Das Video sieht man einmal hier. Den Umriss da auf Allrad kennt man allerdings weniger, das ist Obereigner. Und da haben wir uns einmal genauer umgesehen und zwei weitere Fahrzeuge mitgenommen. Einmal den Mercedes Sprinter sowie den Renault Master.1977 im österreichischen Rohrbach als Mercedes-Vertretung gegründet, entwickelte man bereits 4 Jahre später den Allradantrieb für den Mercedes-Benz T1. Mittlerweile aber ist Obereigner markenoffen eingestellt und rüstet hier im Werk in Rostock-Lage auch die Kastenwagen von Opel, Nissan und Renault auf Vierradantrieb um. Gleichzeitig ist Obereigner immer noch der Hauslieferant für den Werksallrad des Mercedes Sprinter. Die eigens entwickelte neue Vorderachskonstruktion wird vormontiert und für Mercedes fertig ans Band geliefert. Und noch eine dritte Baureihe hat das Unternehmen im Sortiment, nämlich einen Umbau des Sprinters auf Permanentallrad. Ist der sogenannte Sprinter-Werksallrad in der Szene noch wohl bekannt, sind die übrigen Fahrzeuge eher selten anzutreffen. Grund genug, sie einmal genauer anzuschauen. Der Renault Master und der Nissan NV400 sind baugleich und haben beide einen zuschaltbaren Allradantrieb. Die sind eher für den Einsteigerbereich, während der Mercedes Sprinter mit seinem Permanentallrad und seinen 3 Differentialsperren eher den höheren Ansprüchen im Gelände gerecht wird. Der Renault-Nissan-Kastenwagen punktet vor allem durch sein geringes zusätzliches Gewicht und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu Allrad-Kastenwagen, die nur über eine Haldex- oder Visco-Kupplung verfügen. Obereigner setzt stattdessen nämlich auf eine starr zuschaltbare Vorderachse, kombiniert mit einem Untersetzungsgetriebe. Die Hinterachssperre gibt es meistens schon ab Werk. Was mich beim Renault stört, ist das Lenkrad, denn das ist viel zu schmal und die Oberfläche überhaupt nicht griffig. Also heißt es, abseits der Straße gut zupacken, denn auch mit einfacher Straßenbereifung kommt der Renault mit seinem Antriebskonzept weiter, als man zunächst vermutet. In der Mittelkonsole schalte ich den Allradantrieb ein und hier kann ich die Geländeuntersetzung einschalten. Eingeschaltet liegt die Kraftverteilung gleichmäßig 50-50 auf Vorder- und Hinterachse. Mit Straßenreifen ist auf weichem Untergrund dann allerdings irgendwann doch Ende im Gelände. Wie man sieht, wäre die optionale Hinterachssperre hilfreich. Ist dann doch ganz gut, dass bei der Testfahrt der große Sprinterbruder nicht weit weg ist und den gestrandeten Renault schnell aus seiner Lage befreien kann. Bei gleicher Bereifung lernen wir: Eine Differentialsperre bringt deutlich mehr Traktion. Damit kann ein gleich schweres Auto einen Havaristen aus dem Dreck ziehen. Kann schmieriger Lehmboden auch hochgezüchtete Allradfahrwerke an ihre Grenzen bringen, zeigt der Renault auf Sand und im verworfenen Gelände, dass er durchaus leistungsfähig ist. Ein paar Zentimeter mehr Bodenfreiheit und ein Satz grobstolligere Reifen, dann dürfte dieser Kastenwagen vielen auf einer ausgedehnten Weltreise ein guter Gefährte sein. Viermal-vier Kastenwagen. Wer denkt da bitte schön nicht an den Sprinter? Die meisten haben dann aber einen eher straßenorientierten Camper im Sinn, dessen elektronisch durch Bremseingriffe simulierte Differentialsperren wie hier zu sehen zwar auf kurzen Passagen hervorragend funktionieren, doch nicht gedacht sind für dauerhaften Einsatz auf losem Untergrund. Für solches Terrain bietet Obereigner seit einigen Jahren eine Umrüstung auf Permanentallrad an, mit dann 3 mechanischen Differentialsperren. Dieses System wiegt gerade mal 135 Kilo und basiert auf einem sperrbaren Mitteldifferential. Auf Wunsch lässt sich das Ganze auch noch mit einer kräftigen Untersetzung kombinieren. Das Verhältnis von 1 zu 2,85 ist dann fast doppelt so kräftig wie die werkseitig angebotene Variante mit 1 zu 1,42.
Höherlegung und Bereifung bleiben hingegen moderat. Maximal wächst das Fahrzeug um 12 cm in die Höhe. Und auch wenn hier die mittlerweile ausgelaufene Baureihe zu sehen ist, der Antrieb wird sich beim neuen Modell kaum unterscheiden. So aufgerüstet kommt der Mercedes auch durch gröbstes Gelände und kann auch anspruchsvolle Verschränkungspassagen meistern. Ganz gleich, ob Sprinter oder die etwas weniger bekannten Kastenwagen mit ihren unterschiedlichen Antrieben, in unserem YouTube-Kanal finden Sie so manchen spannenden Test über sie.